Wer nichts kann, der wird Experte und eine Expertin davon ist die Mobilitätsexpertin Katja Diehl. Für Woke kannst du aber nie Experte genug sein und deswegen hat Katja Diehl jetzt ihren Twitter-Account gesperrt. Klimaextremist Tacho Müller, der bei der toten Radfahrerin gesagt hat, shit happens und sich mal gerne vor der Kamera auf Crystal Meth von seinem Ehemann bumsen lässt, erklärt uns jetzt warum. Hi Leute, es ist 9 Uhr, Zeit für Klima um 9 und heute würde ich gerne mit euch über Solidarität reden. Katja Diehl, wundervolle Verkehrswendegenossin, Schöpferin des Begriffs Autokorrektur und ein Stachel im Fleisch des deutschen autokapitalistischen Normalwahnsinns, hat ihren Twitter-Account gelöscht. Katja Diehl hat vor kurzem richtig für Furore gesorgt, weil sie gesagt hat, ob die Deutschen für die Mobilitätswende bereit sind, ist mir komplett egal. Ja, die äußerst sympathische Frau hat jetzt ihren Twitter-Account gesperrt, weil, ja, seht selbst. Der Grund, warum Katja ihren Account gelöscht ist, ist nicht, sind nicht die Morddrohungen von rechten Trollen. Dafür ist sie auch mittlerweile auch einfach schon zu abgehärtet. Du meinst wie bei den Linksextremisten? Nein, der Grund, warum sie den Account gelöscht hat, ist the lack of solidarity, sind die Angriffe, die aus unserer eigenen Bubble gegen sie liefen. Weil Katja hat sich natürlich in den letzten Monaten immer wieder auch über Springer aufgeregt. Halt die Fresse, Wild. Halt die Fresse, Springerpresse. Krass. Krasse Frau, muss man wirklich an der Stelle mal sagen. Und tauchte jetzt trotzdem in der Bild mit einem exklusiven Interview auf. Katja Diehl wird jetzt aus der eigenen Woken-Blase angegriffen, weil sie mit Bild geredet hat. Du kannst also linksgrüne Propaganda loswerden und trotzdem gecancelt werden, weil du mit den Falschen geredet hast. Wisst ihr übrigens, wer noch mit Bild geredet hat? Eine wahnsinnige Herausforderung und Belastung für alle Beteiligten. Ja, das seid ihr. Die Tatsache, dass ihr nicht in der Lage seid, mit Katja an dem Punkt volle Solidarität zu zeigen und ihr zu vertrauen, zeigt, wie schlecht ist unsere Solidarität gestellt. Das ist wie in der letzten Generation, wenn eure Solidarität ständig an Bedingungen geknüpft ist. Solidarität wurde durch euch zu einer völlig ausgehöhlten Worthülse und hat nur so lange einen Wert, solange irgendetwas gehypt ist. Für Woke kann es aber nie woke genug sein. Du kannst komplett auf Linie sein und bist dann wegen einer völligen Banalität literally AfD. Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Mal wieder. Fuck you all.